Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht es gut. Gradur, über den habe ich schon bereits was berichtet. Ein junger Mann, etwa 27 Jahre alt, und ist erst seit ein paar Jahren im Rap-Geschäft. Ich habe mich so ein bisschen über den weiterhin noch erkundigt, um das Album. Aus dem Jahr 2005 ist sogar in Frankreich auf Platz 1 gelandet. Das Album aber danach auf Platz 3. Ich würde zu gern wissen, wieso das nur auf Platz 3 gelandet ist. Denn meistens immer, wenn man auf Platz 1 kommt, landet man öfters mal auf Platz 1, allerhöchstens auf Platz 2. Zumindest bei uns in Deutschland ist das bei vielen Künstlern so, die einmal auf Platz 1 sind. Die bleiben meistens oft auf Platz 1. Oder ist die Konkurrenz vielleicht in Frankreich stark? Das kann auch sein, weiß ich nicht. Das könnte ich auch vermuten. Ansonsten ein guter Mann. Und diesen guten Mann schauen wir uns mal an. Le savoir est une aveugle furie. Je baisse la mère à François et sa politique. Je lui paye un smic s'il me taille une pipe. Narcotique semi-automatique. Je trafique le soir, je suis narcoleptique. Wow! Wow! Pablo! Pablo! Ferrari noir, mon poteau. Format semi-auto, calibré sous la Ferragamo. J'ai de quoi te faire un marmot. Poteau, t'es dans ton bloc, moi je bronze à Rio Negro. Balle dans la tête comme Restrepo, tu resteras pas comme Crespo. Depuis que je xarre dans le game, ils sont battus comme Bagbo. Mon flow a ramené beaucoup de copies, tout droit si du Cargamo s'est chargé sur la route du succès. Poteau, je peux pas caler. Coco transporté, l'y arrivé du point A au point B. Public acclamé sans vendre de monde, mon sommet de mon art comme Vandamme, ils sont camés. Le flow du chétan les a cramés. Oui, mon négro du cra les a charmés. Je regarde plus les infos, clair chasse à l'étro vilaine. Sous Jack à l'hôtel, ça sent la beule, la château, dernière nouvelle. La grosse de chat à Sarko, ou le petit sgeg à François. Content d'être français, défoncé, dompé. La chatte ou le fion, chétan m'a trompé. Marianne ou Marine, demande à Marie. Depuis que j'ai du buzz, elles veulent me marier. Détaille la quête, allumant le vrai, dilute ce cambré, putain, c'est charmé. Elle sort de la chedou, elle est trop chevrée, elle s'est mise à poil. J'suis dans la cuisine, j'contrôle la cuisson, j'aime quand c'est à point. Des tonnes de bateaux traversent les collines remplies d'héroïne. Capsule cocaïne remplie l'estomac pire que Medellin. On va te fumer comme Pablo, on va te fumer comme Pablo. Balle dans la tête comme Restrepo, on va te fumer comme Pablo. Des tonnes de coques dans le cargo, des tonnes d'esclaves dans le bateau. Balle dans la tête comme Restrepo, on va te fumer comme Pablo. On est de retour, enculé. L'album il vient de sortir. On prépare déjà le prochain. Ils sont pas prêts. Vif, on est encore là ou pas? Toute la journée, à peine arrivé dans le VIP et je suis bourré. Si ma go m'appelle, je réponds pas, pas, pas. Ça va noyer le carré, faut que les bouées. Je mélange vodka, tequila. Ça m'a roché, moi je me mis là. Elle est nebo, si j'adogine, je vais y aller profond comme il l'a. Viens chérie, elle a que sur la bleuta. Car elle est VIP, que des restas. Elle est pétée, elle veut se frotter. Ça va dégainer les matures et les belles. So, ich mach mal hier Stopp. Ihr wisst, ich zeig ja meistens immer alles hier, um die Künstler ein bisschen zu unterstützen. Finde ich auch ganz okay. Und deshalb, aber trotzdem reicht es mal hier. Stopp. Er hat ja, glaube ich, schon alles gepostet. Gibt es da noch irgendwas? Instagram hat alles. So, alles weg so. Natürlich vom Tracklänge ist er gegen Big Flo und Olli. Ein mageres Würstchen. Nein. Alles gut. Nur der Track war ein bisschen kurz. Freestyle-mäßig einfach runtergebrettert und fertig. Ich weiß nicht. Also. So, ich weiß nicht, was ich über diesen Track sagen soll. Es ist nämlich, also für mich persönlich ist das eigentlich, also zumindest dieser Track war für mich persönlich nicht so. Also hat mir nicht zugesagt, vielleicht weil ich auch morgens jetzt aufgestanden bin und es ist nicht Abend. Ansonsten hat Gradu ja der letzte Track, den ich von ihm gehört habe, war echt mies, der war gut.
Aber dieser, vielleicht sollte das nur irgendwie so ein, wie soll man sagen, so ein Shortcut sein für ein Album. Oder vielleicht so eine Promo-Geschichte auch für ein Album. Möglich, keine Ahnung. Ansonsten finde ich den jungen Mann eigentlich ganz gut. Ich finde ihn sogar ganz sympathisch, auch sehr stabil, sehr gut gebaut. Bei uns gibt es auch einige Rapper, die ebenfalls Fitnessgeschichten betreiben. Und deshalb, ja, was soll ich sonst dazu sagen? Ich kann nur höchstens eins dazu sagen. Liebe Leute, geht und kauft euch dieses Album oder überhaupt irgendwas von diesem Künstler. Unterstützt ihn, damit er weiterhin für euch die Musik machen kann, die ihr euch wünscht. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Nachmittag. Ich hoffe, ihr besucht mich mal wieder und kommt mal hier vorbei, um wenigstens mich zu grüßen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis demnächst. Tschüss.